Die Fachschule für Sozialpädagogik Altona ist eine von insgesamt 66 Klimaschulen in Hamburg. Die FSP 2 heißt alle neuen Berufsschülerinnen und Schüler mit einem Umweltbegrüßungsprogramm willkommen. Wir haben eigentlich den Klimaschutz, den Ressourcenschutz als Profil entwickelt, nach und nach stärker. Das wird hier wichtig genommen. Also so kommen sie hier an und erleben dann auch, dass wir das hier auch leben. Also zum Beispiel im Bereich der Cafeteria, ökologische Lebensmittel, saisonal, regional, biologisch und wenig Fleisch, einmal Fleisch in der Woche nur, das ist auch selten. Ein Blick in den Klimaschutzplan der FSP 2 zeigt, Klimaschutz ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die globale Erderwärmung ist auf maximal 2 Grad zu begrenzen. Die Schule aus Hamburg-Altona leistet ihren Beitrag mit über 40 Klimaschutzmaßnahmen. Eine Besonderheit ist der Trinkbrunnen. Besonders an dem Brunnen ist der Gedanke der Schule daran, Wassertransportwege einfach zu sparen, CO2 einzusparen. Quasi daraus, viele Schüler bringen und Schülerinnen bringen ihre Plastikflaschen immer selber von zu Hause mit. Dadurch wird unglaublich viel CO2 bei dem Transport, bei der Herstellung und sonstigen Verbrauch. Das wollen wir eindämmen. Abfälle werden somit vermieden und das, was übrig bleibt, wird getrennt. Nicht nur Papier, Plastik, Glas, Druckerpatronen und Restmüll. Auch Stifte werden gesammelt. Neben der Mülltrennung geht es vor allem um das Energiesparen. Bewegungsmelder, LED-Leuchten und solarbetriebene Handyladegeräte sind im Einsatz. Genauso wichtig ist das energiesparende Verhalten. Stoßlüften, Licht aus, Standby abschalten. Dieser Einsatz wird durch das Programm 50-50 belohnt. Die Hälfte der eingesparten Kosten in den Bereichen Strom, Wärme, Abfall und Wasser erhält die Schule als Belohnung. Die Altonaer Berufsschule sieht sich als Botschafterin für Klimaschutz im Bildungsbereich. Dass Schüler diese Einrichtung als Vorbild erleben, in der Hoffnung, dass sie dann auch diese Lebensweisen, Erkenntnisse in ihr Privatleben mit aufnehmen, wenn sie es nicht schon tun, und auch dann in ihre Einrichtung, in die Kitas, in die Jugendeinrichtung und wo immer sie dann arbeiten oder Praktikum machen, mitnehmen. Der vorbildliche Einsatz der Fachschule für Sozialpädagogik Altona wurde nun erneut belohnt mit dem Gütesiegel Klimaschule 2015-2016. Ausgezeichnete Arbeit für den Umweltschutz.